Weiter geht's mit dem Alpina-Projekt. Heute wollen wir mal schauen, was der ganze Spaß eigentlich kosten wird, weil ich sag mal, die Teile sind nicht so billig. Einiges gibt's als Replika, manche Sachen muss man original kaufen. Bevor ich jetzt den Umbau richtig durchstarte, würde ich euch mal zeigen, was ich jetzt ausgerechnet habe, was das alles am Ende kosten wird. Damit wir dem Original Alpina so ein bisschen näher kommen, denke ich mal, ist klar, dass wir einen Frontspoiler brauchen, das passende Dekor, ein paar Schriftzüge, Felgen und Reifen, Fahrwerk, damit das einigermaßen dasteht. Heckspoiler finde ich optional, habe ich aber da. Lenkrad und Schaltknopf ist auch wichtig. Taro, ja, habe ich zufällig liegen, wäre ansonsten ein sehr großer Kostenfaktor. Und Zusatzinstrumente würde ich auch sagen, als Replika sind verfügbar, kann man verbauen. Muss ich aber nochmal schauen, ob ich dies bei mir reinbaue, weil ich mag es eigentlich gar nicht so, da in der Lüftung irgendwas drin stecken zu haben. Naja, bei dem Frontspoiler ist es relativ einfach. Man kann beide noch neu erwerben. Bei FMW, auch ein langjähriger Lieferant für Tuningzubehör, sind beide Sachen lieferbar, kosten um die 400 Euro. Das Dekor habe ich jetzt bei Etsy.com gefunden. In allen Varianten, also in dick, in dünn, in bunt. Und habe mir auch schon eins bestellt, das werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Die Schriftzüge sind bei FMW auch noch lieferbar, aber die mit dem Sternchen hier gekennzeichneten zum Beispiel, da wird dann eine Briefkopie oder ein Foto von dem Fahrzeugschein benötigt. Bei den Felgen ist es einfacher, die kosten einfach nur ihre 1010 Euro, braucht da nichts überreichen, keine Fahrzeugpapiere. Die hole ich bei maxileit.ch. Bei den Bereifungen habe ich mal ein bisschen geschaut. Contis gibt es nicht in beiden gewünschten Varianten, aber zum Beispiel hier die Toyo Proxxis TR1 oder auch Nankang Noble Sport gibt es in der Richtung. Das Fahrwerk habe ich jetzt nochmal genauer mir angeschaut. In dem roten Kabel habe mir die Federnnummern abgeschrieben und komme dann zu dem Ergebnis, dass es hier dieses 2010er minus 140er Kit ist. Den Heckspoiler habe ich mal vor längerer Zeit schon gekauft. Müsst da schauen, den gibt es aus GFK und aus ABS. Natürlich wäre ABS hier schöner vom Lackieren her und so weiter. Das Lenkrad könnte man noch neu bei FMW kaufen. Hier fehlt noch in der Auflistung die Narbe. Man ist also mit 400 Euro dabei für das komplette Lenkrad mit Emblem und Narbe. Der Schaltknopf 160 Euro. Ich kann mich erinnern, dass der mal vor nicht allzu langer Zeit die Hälfte gekostet hat. So, wenn ich jetzt hier mal meine Liste durchschaue, dann komme ich hier so auf 4.500 Euro, wenn man jetzt alles neu oder gebraucht kaufen müsste. Der Taro ist ja natürlich eine große Unbekannte, weil der ist einfach nicht wirklich verfügbar. Habe ich jetzt hier mal 1.000 Euro angesetzt. Kann man schwer sagen, was da aufgerufen wird, wenn man sowas haben möchte. Die Radabdeckung habe ich jetzt erstmal nicht dabei. Optisch sind die auch ein bisschen Geschmackssache. Aber irgendwie finde ich es einen ganz coolen Gag, wenn die Dinger dann noch verbaut sind. Aber werden wir mal schauen. Ansonsten kann man natürlich auch noch viel Kleingeld in irgendwelchen Zubehörkram investieren, wie zum Beispiel den Schlüsselanhänger hier. Was ich auf jeden Fall brauche, wenn ich hier den 137er Spoiler verbauen möchte, ist ein neues Frontblech. Das habe ich schon. Und dieses obere kleine Frontblech. Das hat mein Kumpel Michael in Cottbus sicher in seinem Teilelager, also bin ich mal hingefahren. Nichts ahnend komme ich in seine Garage rein und er hat hier einen M67B40 Motor in einem E30 erstmal reingestellt und schon mal so ein bisschen die Machbarkeit geprüft. Ja, auf der Beifahrerseite sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Auf der Fahrerseite muss der Turbo, der hier noch liegt, auf jeden Fall ein bisschen versetzt werden, damit das an Lenkung vorbeigeht. Ist ein Dieselmotor, 4 Liter V8 aus dem E38. Hat sicherlich ordentlich Drehmoment. Sieht eigentlich soweit nicht schlecht aus. Schön weit hinten positionierbar. Sicherlich wieder jede Menge Arbeit wegen den ganzen Nebenaggregaten. Micha meint es aber auf jeden Fall ernst. Deshalb hat er auch gleich noch einen zweiten Motor besorgt. Mit Kabelbaum und allem drum und dran. Wo man nochmal ein bisschen Motorhalter bauen kann und so weiter. Ist eigentlich eine ziemlich kompakte, viereckige Einheit. Ja, macht auf jeden Fall Bock, das Ding hier mal mit 30 zu sehen. Ich habe mir dann nochmal die Kabelbäume oder den Kabelbaum ein bisschen genauer angesehen und musste feststellen, dass es da unzählige, ja, Anschlüsse für Steuergeräte gibt. Da kommt also sicher wieder einiges an Arbeit auf mich zu und ich habe jetzt das Frontblech und kann erstmal wieder nach Hause fahren. Wie schon von einigen prophezeit, klappt das mit dem Frontblech hier vom Vor-Vor-Facelift ja nur bedingt gut an einem 325i. Der Ölkühler, der macht sich da ganz schön breit. Es lässt sich aber tatsächlich montieren. Ich habe jetzt das obere kleine Teil dort festgeschraubt, an den Seiten auch eingerastet, aber es wird ungefähr in dem Bereich hier so ein Zentimeter rausgedrückt, weil der Ölkühler halt anliegt. Ist aber keine große Sache, den bräuchte man nur ein Stückchen tiefer setzen. Dann könnte das schon völlig frei funktionieren. Also habe ich das Frontblech nochmal abgeschraubt und habe den Ölkühler erstmal nur ausgehangen, unten mit Kabelbindern fixiert, sodass er jetzt nicht weiter stört. Geht ja darum, um rauszukriegen, ob jetzt die 137er Spoiler-Optik, wie die sich so macht am Cabrio. Von daher das Frontblech erstmal provisorisch hier befestigt.
Wenn das dann soweit alles dran ist, dann kann der Spoiler angesetzt werden. Da muss ich halt mehrere Löcher bohren. Der wird also mit dem Frontblech verschraubt. Das ist jetzt hier das vorläufige Ergebnis. Die Optik ist also relativ dezent. Der Spoiler ragt jetzt nicht nach vorne übelst weit raus. Aber hier ist er zum Beispiel ein Stückchen zu lang und da eigentlich auch ein Stückchen zu lang. Also so ganz zufrieden bin ich mit der Passgenauigkeit nicht. Der Ökel hängt erstmal hier drunter. Könnte man sogar, wenn man es jetzt vernünftig befestigen würde, vielleicht sogar so lassen. Aber ich denke mal, da ist ja noch sowohl davor als auch dahinter ein Stückchen höher noch viel mehr Platz. Also auf der Fahrerseite auch das gleiche Spiel. Auch hier ist er ein Hauch zu lang in Richtung des Rades hier, ne? Da guckt ein Stückchen was zu weit in den Radkasten rein, ohne dass es hier vorne zu kurz wäre, sondern auch da vorne am Nebelscheinwerfer ist es eher wieder ein Hauch zu lang. Also die Passgenauigkeit finde ich jetzt noch nicht so überragend. Würde man dann nochmal richtig, ja, festmachen müssen. Das ist jetzt erstmal hier das vorläufige Ergebnis. Der Spoiler hängt also jetzt erstmal am Fahrzeug dran. Ich bin nicht sicher, ob mir das jetzt hundertprozentig gefällt. Ist halt sehr zurückversetzt, der untere Bereich. Ist man halt eigentlich von Alpina ein bisschen anders gewöhnt. Ist natürlich sehr dezent, die Optik. Da ist die Frage, ob man das jetzt so lassen kann, ob das jetzt der Endausbau wird. Schwer zu sagen. Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal den 147er Spoiler bei FMW neu geordert. Das heißt, wir haben dann auch den Spoiler passend für das Baujahr, passend für das normale Frontblech dann hier. Und ich werde beide Varianten mal soweit vorbereiten. Und dann muss ich mich entscheiden, welche ich jetzt hier am Ende dann fahren möchte. Sieht jetzt hier soweit nicht schlecht aus, aber es gibt so ein paar Winkel von der Seite, wo mir das eigentlich nicht so gut gefällt. Und die Passgenauigkeit ist natürlich auch eine Geschichte, wo ich jetzt auch nicht genau weiß, wie man das jetzt ändern sollte. Man kann ja das Gummi da nicht einfach abschneiden.